Moin zusammen und willkommen zurück zu Enduro Forgotten Stories. Wir haben vorige Folge auf dieser Insel einen Söldner gestellt, beziehungsweise er ist uns in den Rücken gefallen, nachdem wir Beweise für den Verrat von M. weiß ich nicht mehr wie, gefunden haben, dass er seinen Bruder betrügt. Was haben wir denn hier? Oh, das ist nicht gut. Da wartet jemand auf uns. Meldor. Hallo. Und? Habt ihr was gefunden? Ja, ihr seid ein Lügner, aber das machen wir nicht. Einiges sogar, zum Beispiel, dass ihr eine Liebschaft mit der Gefährtin eures eigenen Bruders hattet. Und den Tod von Pentas und seiner Familie den Auftrag zeigen. Vielleicht könntet ihr mir das erklären, was das zu bedeuten hat. Ich würde das machen. Was? Oh, verdammt. Ich wollte nie, dass jemand zu Schaden kommt. Das müsst ihr mir glauben. Diese ganze Sache ist einfach aus dem Ruder gelaufen. Moment. Was ist das? Das ist... Ah, es ist so ein Fetzen. Das ist nicht so da hinten im Meer. Das sah erst so aus, als ob da hinten im Meer irgendwas ist. Okay. Niemand sollte zu Schaden kommen. Deshalb habt ihr einen Auftragsmörder an eurer Chat. Ich erklärt euch. Ja, ja. Yoga, sie hat ihn nie geliebt, wisst ihr? Der einzige Grund, dass sie seine Gefährtin geblieben ist, war ihre Wegestreue und weil eine Trennung für ihn einen totalen Gesichtsverlust im Dorf bedeutet hätte. Und mit ihr anzubandeln war sicherlich der beste Weg, um die Situation zum Guten zu wenden? Nein, sie hat das angefangen, nicht ich. Ich meine, ja, ich bin darauf eingegangen, aber... Wobei, Malfas, das ist alles so verdammt falsch gelaufen. Und lasst mich ran, niemand hätte es gemerkt, wenn Pentas euch beide nicht zusammen beobachtet hätte. Ja, wir trafen uns immer in der Nacht kurz vor Dämmerung am Strand. Pentas wollte vermutlich gerade seinen Kutter aufs Meer fahren und hat uns gesehen. Ich meine, er hat zwar so getan, als hätte er nichts bemerkt, aber das hat er, da bin ich mir ganz sicher. Er hatte nie vor, jemanden davon zu erzählen. Ich habe es gesehen in meiner Vision. Ja, das habe ich Mathilda auch gesagt, aber sie hatte solche Angst. Könnt ihr das nicht verstehen, dass jetzt alles zusammenbricht? Ihr Leben, ihre Wegestreue, einfach alles. Warum habt ihr Yuga nicht davon erzählt? Vielleicht hätte er euch verziehen. Ja, vermutlich hätte er das sogar. Wisst ihr auch warum? Weil Yuga zumindest Mathilda alles verzeihen würde, so abgöttisch, wie er sie liebt. Er hat immer schon gedacht, der beste Weg, um eine Frau zu gewinnen, sei sie auf ein Podest in den Sternen zu heben und von unten aus anzubeten. Dabei begreift er nicht, dass vermutlich genau das der Grund dafür ist, dass die Mädchen ihn schon damals als Bursche immer links liegen gelassen haben. Und dass Mathilda sich woanders nach einem echten Mann umgesehen hat. Junge, okay. Und weil Mathilda Angst hatte, habt ihr eine andere Lösung gesehen, als den Fischer zu beseitigen. Ihr keine andere Lösung gesehen. Nein, nein, ich meine ja, ich habe diesen Kerl angeheuert und ihm die Lage geschildert, aber er sollte Pentas doch nur bedrohen, ihn zum Schweigen bringen und dich verdammt nochmal nicht umbringen. Bitte, Messer, ihr müsst mir glauben, diese Krankheit von Mathilda, diese Stimme, sie sind mal fast Strafe für das, was wir diesem armen Mann angetan haben. Sie wird nicht mehr aufwachen, das spüre ich tief in mir. Und wenn ihr Yuga jetzt auch noch die Wahrheit erzählt, erreicht ihr damit rein gar nichts, als dass ihr einen ohnehin schon gebrochenen Mann noch weiter werft. Schön, ich lasse euch laufen, aber ich tue das für Yuga. Wenn er schon seine Gefährtin verliert, dann soll er sich die nicht so in Erinnerung behalten. Wenn ihr mein Schweigen wollt, solltet ihr sicherstellen, dass es sich auch für mich lohnt. Nee, wir machen schon den Rechtschaffen hier. Nein, ihr werdet über das gerade stehen, was ihr getan habt. Was? Nein, das dürft ihr nicht tun, bitte. Ich bereue es doch. Was wollt ihr denn noch mehr? Ich will, dass ihr verdammt nochmal Sühne leistet für Pentas, für seine Frau und für euer eigenes, für eure eigene Ehrlosigkeit. Nein, verzeiht mir. Aber das kann ich nicht zulassen. Ich werde... Ja!
Gern geschehen. Gute Güte. Den hat es ganz schön weggeschallert. Was ist das? Ein Fuß? Ein Fuß? Hier. Da. Einfach ein Fuß. So. Oh, er hat ja viele Angeln ausgeworfen. Da sind nur Einzelteile. Also da vorne soll es liegen. Schlüssel zu aus Jurists Schatulle, Tagebuchbrief 1, 2 und 3. Lebensbrief. Okay. So, jetzt können wir uns aber noch ein bisschen, würde ich sagen, an den Habseligkeiten der beiden bedienen, denn es gibt ja keine Nachkommen. Und es wird sich sonst nur irgendwer unter den Nagel reißen. Wie ich zum Beispiel. Tja. Ich war der Erste, Pech gehabt. Also, wir fangen draußen an, was haben wir hier? Nichts. Nichts, nichts, nichts. Nein. Hier, Malfassblüte. Oh, Malfassblüte. Okay, dann. Achso, das ist nur ausgebrochen. Hör mal rein da. Weil man ein schönes Haus hier hatte. Gehabt, muss man sagen. Mann, ey, das ist aber auch traurig, ne? Der arme Fischer und seine Frau. Naja, mal gucken, wie es dann später der Frau von Jura geht. Vielleicht ist sie dann auch über den Berg. Ihr wisst, was ich meine. Ich denke nicht, dass die Geliebte von Panthers das so auf sich sitzen lassen wird. Die macht erst Halt, wenn beide. Ne? So, Groschen. Und da oben sind noch Bücher. Der Heilige Orden. Oh, da sind noch mehr Bücher. Oha. Okay. Gerbestelle brauche ich nicht. Salz. Ja. Oho, Wurst. Lecker. Yum. Wurst kann man immer gebrauchen. Beanskraut, auch nicht schlecht. So. Warum ist das Feuer hier eigentlich noch an? Nochmal Friedenskraut. Sehr schön. Das ist gut. Mehr Friedenskraut ist immer gut. Würde ich sagen, können wir gleich mal eine Pfeife stopfen, oder? So, noch mehr ranzige Getränke. Ja. Die habe ich am liebsten. So richtig schöne, ranzige Tränke. Ja, wir haben jetzt gleich wieder unheimlich viel Kram zusammen, den wir verkaufen können. Ja, ich weiß, dass wir zu viel tragen, das ist nicht so schlimm. Das sondieren wir jetzt gleich aus. So, der Kelch ist noch nicht so schlecht. Mal gucken. Wert. Also das Messer brauchen wir nicht. Jetzt müssen wir was 10 wiegt. Gewicht. Guck mal hier, das Holz ist nicht gut. Das kann komplett weg. Da, bitteschön. Feuerholz haben wir vorbeigebracht. Entschuldigung. So, gibt es noch was hier von AK Doppelbock. Ja, die nehmen wir mit. Hier gibt es so noch ein paar Sachen, die wir gebrauchen können. Und schon wieder das Inventar voll. Mann. Okay, Gewicht. Irgendwas, was nichts wert ist, aber schwer. Vielleicht. Zwei Pfeifen, aber die sind wertvoll. Den kompletten Rucksack mal durchgucken. So, Gewicht. Der Eisenharnisch ist unheimlich schwer und gar nicht so viel wert. Ich darf von... Oh, guck mal, ein Beil. Das ist schlecht. Das kann weg. So, weg mit dem Beil. Aber auf die Amphore mitnehmen. Sehr schön. Gut. Der Heilige Orden, den habe ich schon unten mitgenommen.
Haben wir noch im Korb was? Oh ja. Noch ein Doppelbock. Zerstörte Bücher nehme ich nicht mit. Also die machen ja wenig Sinn. Magische Disziplin, Elementarismus. Und nochmal im Korb nachschauen. So. Ja, schon wieder die Tasche voll. Aber da kann man was sofort drum. Noch mehr Kelche. Wenn nämlich erstmal schauen, dass wir hier vielleicht alles, was noch irgendwo ist, mitnehmen. Oha. Siehst du? Panik. Schwert beschwören. Nicht schlecht. Und ein Lehrlingsschloss. Klasse. Was ist in der Schmuckschatulle? Schleichen ist effektiver. Schlossknacken ist effektiver. Sehr gut. So. Nehmen wir den Feingefühl und den des Schleichens. So. Jetzt gucken wir noch in die Kleiderschränke. Ein Fischer ist ja ganz schön wohlhabend, muss man sagen. Oh ja, das fühlt sich sicher an, in dem Bett zu schlafen. Unglaublich. Stehst du auf, brichst dir das Bein. Okay. Dann, wie viel muss ich raus? Etwa 10 Kilo. Dann schauen wir doch mal. Was wiegt ein 10 und es ist nicht gut? Die Eisenschlachtaxt. Sehr gut, jetzt können wir noch gucken, ob wir noch was haben. Spitzhacke brauche ich. Moschenlangbogen. Ne, reicht das nicht schon? Shit, reicht nicht. Ist irgendwas, was ich futtern kann? Aldeswurz. Und Eiterno. Eterna Ohren. Okay. Und Lavendel. Dann noch Wacholderbeeren. Und Würzgras. So, wunderbar. So, ich habe zwar einen, ich habe Zauber. Wir teleportieren nach Ark. Ich würde auch sagen, den benutze ich jetzt gleich. Oder laufen wir? Gucken wir mal, wie weit sind wir weg? Von Ark. Von Fulzheim. Ne, wir sind ja gar nicht so weit weg. Können wir nach Flussam eigentlich laufen. So. Dann laufen wir mal zurück. Gute Güte. Es ist nach wie vor unheimlich laut in diesem Spiel. Ich finde es aber... Also, es kann störend wirken, wenn man meint, hey, kein Schnellreisen. Aber, ganz großes Veto. Ich finde es nicht so schlimm. Beziehungsweise ich finde es gut, denn so ist man gezwungen, die Welt zu erkunden. Wäre man jetzt im 5. Playthrough oder so, wäre das vielleicht noch was anderes, aber dann hat man sich mit ein paar Dingen sowieso abgefunden. Aber so, wir sind jetzt gerade ziemlich gezwungen, alles auch abzusuchen. Weil in Skyrim, in Elder Scrolls zum Beispiel, hätte man jetzt schon irgendwo eine Kutsche liegen können. Da reist er einmal quer durchs ganze Land. So. Ich würde sagen, wir starten wieder bei der sicheren Tour. Oh, warte mal. Kann ich nicht mit dir reden? Ja, den sicheren Schlag will ich nicht mehr reden. Die Dura. Und der Papa von Silas? Wildmagier im Sonnentempel. Dieser Arantia ist so ungewöhnlich wie sein Ruf. Das muss man ihm lassen. Mich sehr. Na dann. Will er nicht. Mein Silas. Nochmal, wirklich. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Kein Thema, aber beim Regen solltest du nicht dort draußen sitzen. Geh am besten mal. Das wäre, denke ich, besser für dich. Jael? Reitet wohl! Viele und kaum gute. So viele Wegelagerer und Strauchdiebe wie in den letzten beiden Jahren habe ich noch nie gesehen. Was ist nur los mit dieser Welt, frage ich mich. Alles geht sich an die Gurgel. Tier und Mensch, sogar die Toten. Seid einfach vorsichtig auf euren Reisen. Okay. Noch irgendwelche Neuigkeiten? Das mit dem Magister muss ich euch ja nicht erzählen, richtig? Es ist einfach fürchterlich. Wenn dieser rote Wahnsinn, oder wie sie ihn nennen, sogar einen Magister des Ordens befallen kann, dann... Ach,
Was nützt es schon, sich Panik zu machen? Der Orden oder die Apothekari werden schon ein Heilmittel finden, ganz sicher. Okay. Ja, mal gucken. Was ist das denn? Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Ich bin Fremdleder. Könntet ihr mir erklären, was es mit diesem Pfad auf sich hat? Was es damit auf sich hat? Das nenne ich mal eine Frage. Aber gut. Der Pfad ist zum einen die Heilige Schrift, die sowohl die Offenbarung der Lichtgeborenen nach dem Fall Asatorons als auch die Reise der ersten Vasalle nach Enderal dokumentiert. Und natürlich die Tugend des Pfades, nach der wir Endralea alle leben und der den Weg zur Erlösung darstellt. Zum anderen stellt der Pfad auch die heilige Berufung eines Einzelnen dar, den zu folgen Verpflichtung eines jeden gottestreuen Bürgers ist. Verstehe, danke für die Erläuterung. Mehr? Wissen, die heilige Berufung? Ja. Nur ein im Geist geeintes Volk kann die Zeit überdauern. So steht es im Vers 115 geschrieben. Eigensinn und Gier sind zwei der größten Gifte für den Geist. Und deshalb ist der Lebensweg eines jeden Endraleers zum Tag seiner Geburt festgeschrieben. Es gibt die Schaffenden, deren harte Arbeit das Metall und das Essen für die Gesellschaft bringt. Die Belesenen, die Berufe ergreifen, die höheres Wissen erfordern, wie den eines Alchemisten. Und die Erhabenen, die geboren wurden, um unser Land zu führen. Innerhalb seines Pfades ist ein jeder frei zu wählen, aber die Grenzen zu überschreiten ist fast immer Blasphemie. Okay, fast immer? Es gibt Ausnahmen, in denen eine Seele erst im Laufe ihres Lebens von unserem Herrn für Größeres erwählt wird. Loram Wasserklinge, ein Schmiedesohn aus ärmlichen Verhältnissen, ist ein Beispiel. Aber sie sind, was sie sind, Ausnahmen. Die Offenbarung der Lichtgeborenen? Ja, ihr kennt sie. Sie wird in der gesamten zivilisierten Welt gleichermaßen erzählt. Sie sind es, die uns vor dem Chaos gerettet haben, in das die Welt nach Asatarons Tod gestürzt ist. Die Reise der ersten Vasallen? Ja. Anders als Länder wie Nerim oder Kyra war Enderal vor der Offenbarung der Lichtgeborenen unbeflecktes Land. Malphas selbst war es, der einem jungen Gefährtenpaar, Selna und Ketaron, und ihren 100 Gefolgsleuten den Weg nach Enderal wies. Aber euch die ganze Geschichte zu erzählen, würde den Rahmen sprengen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solltet ihr die Erschließung selbst im Pfad nachlesen. Eine inspirierende Geschichte, die uns allen zeigt, wonach wir zu streben haben. Okay. Danke. Gerne, mein Kind. Schreitet wohl. Bin ich dein Kind. So. Moment. Danke nochmal, wirklich. Ohne ja, gerne, dich gerne. Hätte ich das nie geschafft. Da ist er. Die brauche ich. So, Kergo. Wir starten mit dem... Genau, mit den Items, Alchemie-Items. Meine Güte, ist das laut. So, aber damit nicht, nicht genug. Wir müssen natürlich auch noch die anderen Sachen wegpacken, wie das da, das. Ich pack jetzt mal Zeug und... Wobei, Zeug wird ja nicht... Zeug werde ich verkaufen können. Ja klar. Waren, Werkzeug brauche ich nur. Waren, Werkzeug, Werkzeug, Haut, Werkzeug, Haut, Werkzeug. So, hab's. So, jetzt kann ich das Zeug behalten und das Werkzeug kommt rein. So, Waren. Werkzeug, Waren. Groschen? Nee, die brauche ich. Weiteres Werkzeug. Alter, wie viele Hämmer ich hab. Hammer Time. So, ein Hobel, Zeug. Leder und Streifen, ja, Werkzeug auch noch, hier. Noch mehr Werkzeug. Gute Güte. So, sehr gut. Schlüssel behalte ich. Die Bücher muss ich auch noch... Guck mal, die brauche ich alle noch. Aber da, guck mal, das kann ich reinpacken. Das und das.
So, habe ich jetzt noch irgendwas, was weg kann? Der kann noch rein. Das kann. Ne, das trage ich, Entschuldigung. Wo war's? Ja, die kann rein. Der Flammenstab kann rein, den kann ich momentan nicht benutzen. Kalte Nacht kann auch rein. Sehr gut. Hallo. Ich denke, das war's. Ja, genau, die Bücher kann ich jetzt lesen. Hier, die Zauberbücher. Gestern, als Sira und ich unter dem alten Baum saßen, sagte sie etwas, das mir nicht aus dem Kopf gehen will. Das größte Übel in dieser Welt ist das Vergessen der eigenen Ideale. Diese Briefe sollen meinen Weg aufzeichnen und mich immer wieder an das erinnern, was mir wichtig ist. Gestern kam ein Hüter ins Dorf, um mir das Noviziat anzubieten. Er sagte, die alte Martha hätte mich empfohlen und dass ich ungebundene Magie in mir trage. Es fällt mir schwer, meine Gefühle in Worte zu fassen, aber vermutlich trifft Dankbarkeit es am besten. Endlich trägt meine harte Arbeit Früchte. Das bringt mich auf einen seltsamen Gedanken. War es auf eine bittere Art und Weise sogar gut, dass Mutter starb? Es hat mir die Augen geöffnet. Früher war es mein einziger Wunsch, Vater stolz zu machen. Einen Fischer. Heute kann ich nicht anders als Unverständnis beim Anblick all der Dorftölpel zu empfinden, die mich umgeben. Tag ein, Tag aus dasselbe. Sie stehen auf, sie arbeiten und abends betrinken sie sich. Ist das denn alles, was sie vom Leben wollen? Sehen sie denn all das Übel, das um sie herum geschieht, nicht? Empfinden sie dann nicht auch den Wunsch, etwas zu ändern? Sira ist anders. Sie versteht, was mich treibt, und wir teilen den Traum. Nun müssen wir es nur noch schaffen, eine Lehrlingschaft in Ark für sie zu finden. Aber ich bin hoffnungsvoll. Jero Sonnenwind, Novize. Oha, das wird vorgelesen. Wie krass. Ja, dann nehmen wir direkt, oder? Nehmen wir direkt noch den zweiten Brief. 15 Jahre sind seit dem letzten Brief vergangen. Sira und ich leben nun beisammen in einem kleinen Haus im Südviertel Arx. 5 Jahre ist es her, dass ich die heilige Prüfung abgelegt habe. Aber anders als früher will ich nun nicht mehr dem militärischen Flügel des Ordens beitreten, sondern Magister werden. Warum? Weil die Kinder dieses Landes seine Zukunft sind und schon genug Blut in der Welt fließt. Vor 2 Wochen hat die Truchessa unserem Entwurf der Armentafel zugestimmt. 2-mal jährlich verpflichtet er jeden wohlhabenden Arka, eine Handvoll Groschen an den Orden zu zahlen, aus denen dieser für die Unterstädter einmal pro Woche eine warme Mahlzeit bereitstellt. Die Reaktionen der Bürger stimmen mich bitter. Für sie sind diese Groschen nur ein Parfum weniger. Für die armen Seelen dort unten der Unterschied zwischen Leben und Tod. Aber dennoch protestieren sie wie die Wahnsinnigen. Ich werde diese Menschen nie begreifen. So wütend dies nur noch klingt, ich bin glücklich. Mein Leben erfüllt mich mit Sinn. Und ich habe das Gefühl, meinen Zielen näher zu kommen. Und ich habe Sira, die nach all den Jahren immer noch bei mir steht. Seltsam. Obwohl ich weiß, dass du diese Zeilen nie lesen wirst, habe ich das Gefühl, dadurch mit dir sprechen zu können. Ich liebe dich, Sira. Ich liebe dich wirklich. Oh, was wohl im dritten Brief steht. Oh. Sira ist tot. Getötet von 2 Unterstädtern, als sie die Armentafel vorbereitete. Wie schnell diese Worte geschrieben sind. Aber wie kann ich diesen Schmerz, diese Leere, auch nur annähernd ausdrücken? Sira sagte immer, es hilft, Gefühle niederzuschreiben. Aber das tut es nicht. Ich sitze hier, starre auf die trocknende Tinte und die Zeilen erscheinen mir wie die Worte eines Fremden. Fremd. Alles fühlt sich fremd an. Ich fühle mich fremd, wenn ich morgens aufstehe. Ich fühle mich fremd, wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet. Fremd, wenn ich abends allein in diesem viel zu großen Bett liege. Der Pfad verurteilt den Freitod als Sünde, da jeder von uns im Leben eine Aufgabe zu erfüllen hat. Aber ist das hier die meine? Wer bin ich? Wo stehe ich?
Mir bleiben nur noch höchstens 30 Winter, wenn keine Krankheit mich holt. Und zurück blicke ich auf eine Spur aus gescheiterten Träumen. Unsere Armentafel hat zu Schlägereien und Morden an den Banketten geführt. Und die Reichen weigern sich mehr und mehr zu zahlen. Und vor mir nichts als Nebel. Mir fehlt die Kraft, weiterzukämpfen. Mir fehlt der Glaube. Sagt mir also, Malphas, ist das meine Aufgabe? Zu scheitern? Meine Gedanken sind ein einziges Chaos. Und ich bin zu müde, um weiterzuschreiben. Boah. Krass. Boah, ich hoffe, es gibt noch mehr Briefe. Der kann das ja unheimlich gut vorlesen. Heftig. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, was ihr braucht und macht schnell. So. Verkaufen jetzt Sachen. Also heftig. Der Hero. Der arme Alter. Der arme Gerhard. So, kann man die verkaufen? Bringt das was? Das hat keinen Wert. Nein, das bringt nichts. Morschalung. Ja, weg damit. So, Entschuldigung. Gut, jetzt müssen wir noch den anderen Kram hier loswerden. Ja, also. Wir müssen halt noch zum Jero gehen. Und dem Bescheid sagen. Wegen dem Verrat seines Bruders. Kettenblitz einfach. Oh, den brauchen wir. Magerlich brauchen wir nicht. Magerlich brauchen wir auch nicht. Den Teleport brauchen wir. Ich denke, die brauchen wir auch. Jetzt können wir hier das Zeug verkaufen. So. Oh ne, die Pfeife will ich eine behalten. So, mal schauen. Oh, jetzt habe ich aber gut Platz in der Tasche. Sehr schön. Schreitet wohl. Jo. Danke nochmal, wirklich. Gerne, ohne gerne. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Also bevor wir jetzt bei Hero weitermachen, müssen wir halt nochmal zum Bürgermeister, also zum Major. Der wird sich nicht freuen, aber... Moment mal, ihr... Ach, einerlei. Was ist? Ach, ihr seid doch aus Arasial, nicht wahr? Eure Augen, sie sind, naja, anders. Das sind normale Augen, warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Es geht um meine Mutter, ja. Aufgewachsen bin ich aber auf Nerim. Nerim? Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Stimmt es denn, dass Arasial gespalten ist? In das zivilisierte Volk an der Küste und die Wilden in den Steppen, die immer noch ihre Naturgötter anbeten? Und wenn ja, zu wem hat eure Mutter gehört? Das stimmt ja, aber ich weiß nicht, woher meine Mutter kam. Davon hat sie mir nie erzählt. Das ist wahr, meine Mutter ist bei den Wilden aufgewachsen, aber kam irgendwann in die Küstenstadt. Kam aber vor... Ich mach mal die Wilden. Oh, das ist faszinierend. Sie muss eine außergewöhnliche Frau gewesen sein. Naja, habt Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Oh, die ist aber ganz schön neugierig, du. So. Lesen, Einnahmen. Nein. Wir müssen nach oben. Hoppala. Ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja richtig gespannt. Okay, also. Jura? Yuga? Das Fieber. Es ist fort. Wie bitte? Das Fieber ist fort. Sie ist noch schwach, aber das Fieber ist weg. Was ist passiert? Was habt ihr bei Pentas gefunden? Und wo ist Meldor? Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber die Wölfe haben Meldor erwischt. Er ist tot. Es ist schwer zu erklären, Meldor und Mathilde hatten eine Affäre und Pentas hatte davon Wind bekommen, die Geschichte erzählen. Auf jeden Fall, das haben wir... Dazu haben wir uns entschieden. Wird schwer für ihn, aber der schafft das. Ich verstehe. Habt Dank für eure Ehrlichkeit. Wie fühlt ihr euch? Ich weiß es nicht. Was Mathilda getan hat, es ist schrecklich und es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber sie lebt, anders als Meldor. Verzeiht, ich will gerade nicht darüber nachdenken. Ich
brauche Zeit. Geht in mein Schreibzimmer und öffnet die Schatulle rechts in der Ecke mit diesem Schlüssel hier. Was dort drinnen ist, gehört euch. Es ist das Mindeste, was ich tun kann. Und jetzt lasst mich bitte allein. Ja. Okay, Mana. Definitiv. Den lassen wir jetzt allein. Also. Schreibzimmer. Das müsste hier sein. Rechts in der Ecke. Wo ist denn die Schatulle? Ist es hier? Bücherregal. Bücherregal. Nee. Ruhe. Ist doch nicht das Schreibzimmer, oder? Nee. Es wird unten sein. Also. Schreitet wohl. Ja. Ach da, guck mal hier. Groschen. Fertigkeitsbuch. Fertigkeitsbuch. Zauber der Lichtmagie benötigen weniger Magiker. Schade. Zweiter Atem. Altbefreundetes Ziel. Verschlimmert euer Account. Mhm. Okay. Nicht schlecht. Das war doch mal gar nicht so schlecht. So, ich würde jetzt mal eben... Wo sind sie? Hier, ne? Hier sind ja ganz viele Handwerksbücher, ne? Fingerfertigkeit wird ja ganz sicher was mit Schlossknacken zu tun haben. Davon haben wir eins. Handwerkskunst, Verzauberungskunst. Nehmen wir hier das noch, das noch. So, habe ich jetzt alle Bücher gelesen, die ich hatte? Weiß ich nicht. Müsste doch welche noch in meiner Tour gemacht haben, oder? Oh. Schauen wir mal. Wie viele Punkte habe ich jetzt noch? Ach, guck mal, eine Menge. Und wir können auch gleich wieder einen Punkt verteilen. So, ist es hier? Nein. Tatsache, dann habe ich alle Bücher, die ich hatte, jetzt gelesen. Gut, dann verteilen wir jetzt noch einen Talentpunkt. Ich würde zwar jetzt unheimlich gerne die Sachen von Jero weiterlesen, aber wir sind schon wieder am Ende der Folge angekommen. Aber wir werden auf jeden Fall jetzt erstmal noch, was ist das hier? So, schleudert einen Kegel aus Frost, für eine kurze Zeit einfriert. Das will ich aber nicht. Elementargeselle, auflösen, was ist das? Elementare Raserei. Frost und... ja, ich weiß halt nicht, ne? Doppeltes Wirken habe ich schon. Habe ich schon. Stufe 2, Elementar wirken, weitere mehr Schaden. Dann mache ich erstmal das hier. Gut. Dann haben wir erstmal weiter Arkane Macht. Kann ich noch mehr? Nee. Mehr kann man nicht. Na, Arktiswind will ich eigentlich nicht. Elementarfokus? Naja, gut. Da kann man sich ja auch später noch drum kümmern. Oder ich probiere mal die Blitzzauber aus. Das wäre eigentlich auch eine Überlegung. Hm. Okay. Ja. Was ist... Denn? So, erstmal jetzt in den Dingens. Geheimnisse... So, ein Weg. Das da, Leere, Jesper. Das mit dem Schönheitstrank, das wäre noch was. Ich habe halt ein bisschen Schiss, dass wir, wenn wir hier mit den Sachen für Jesper fertig sind, dass wir gleich weitergehen. Deswegen mache ich gerne erstmal die ganzen Aufgaben für die Dorfbewohner hier. Wir haben Platz in der Tasche, das heißt, nächste Folge können wir wieder richtig schön durchstarten. Ich würde jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, hauen Sie rein. Hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Genau, und hoffentlich kommen die neuen Rüben bald. Ciao.